So, willkommen zurück zu Pokémon Rot Edition. Heute habe ich Jenny Linchen LP zum Gast. Hi! So, dann legen wir mal los mit dem Bio-Training. Jawohl! So. Jupp, Level 11, muss noch besser trainiert werden. Ratfratz. Oh, ein Ratfatz. Yep. Oh, und heißt Cosmo. Genau, Cosmo sogar. Hatte ich mal vor einer langen Zeit versprochen, dass ich jetzt Cosmo sogar nenne. Kann sein, dass ich damals Journalist genannt sagte, weil damals der Nickname so war. Oh, das ist mäßig gegnerisch Pokémon. Rettern. Oh, es war ein Volltreffer. Aber man merkt, dass Mio gute Werte hat, glaube ich. Mhm. Vergleich zu Rettern. Obwohl auch die Stachel relativ schwache Attacke ist. Volltreffer. Irgendwie haben wir hier auch Volltreffer. Das wurde versenkt. Genau, Schiff versenkt. Oh, und? Kosmos gelb. Das ist ja schön. Oh ja. Kosmos, glaube ich, hart im Nehmen. Genau. Und wird immer stärker. Die nächste Attacke müsste sie mit Level 30 lernen. Oder was meinst du? Level 12? Nee, 20. Mhm. So, gucken wir mal. Ich habe gerade außer den Turbo-Taste benutzt. Dumm. Bei Flaps hätte man die Aufnahme versaut. Ich sollte diese Taste einfach mal abschalten. Mhm. Solltest du. Ja, ich drücke sie viel zu oft, ob ich das gleich los will. Metbo. Zuerst fordere ich dich heraus. Mitzi muss yeah. warten. Mach es klar. Bartfelser möchte kämpfen. Ein Goldini. Level 18. Lauf, Bruder. Ich glaube, den Part, wo ich mir gefangen habe, habe ich heute veröffentlicht. Aha. So gegen 3 Uhr oder so, bevor ich schlafen gehe. Mein Schlafrhythmus, ey, ich hab mich noch reingekriegt, ja, zum Glück. Mhm. Ich dachte schon, ich schlaf gar nicht mal ein. Wie ich schon erzählt habe, ich hab von 15 bis 20 Uhr geschlafen. Nach der Arbeit. Weshalb du mich ja nicht mal allein gesehen hast. Ich bin überwältigt. Hat jetzt immer noch volle Energie. Hat immer noch volle Energie. Also, wie ist denn bei dir das Bild? Kannst du lesen? Den Text? Diebel hat das Spiel gesichert. Gut, also kannst du es. Da kannst du ja vorlesen, was Misty sagt. Okay. Du musst neu sein. Ich habe dich noch nie gesehen. Wenn ein Trainer zum Profi werden möchte, muss er sich eine Pokémon-Taktik erarbeiten. Auf welche Weise fängst du deine Pokémon? Meine Strategie basiert auf den grandiosen Offensiveinsatz. Gnadenlosen Offensiveinsatz. Ja, ich habe mich da verlesen, Entschuldigung. Was jetzt? Von Wasser-Pokémon. Okay, jetzt kommt die Kampfmusik. Jo. Misty möchte kämpfen. Und Sterdu. Yeah! Mach ich. Ja. Mach ich. Gift, Bruder. Deckel kann mir gar nichts. Keine Wirkung. Nochmal. Oh, wollte einfach.
Fail. Ich habe auch ein Bruder. Das war nicht gut. Wiederholt. Das Glaskämmerer hat jetzt schon vergiftet. So hoffe ich mal, dass es noch verwirrt wird und sich selbst angreift. Hoffe ich auch. Habe ich dreifach Schaden in einer Runde. Attack. Konfusion. Konfusion again. Das könnte knapp werden, ja. Okay. So, ich tausche jetzt Butters aus. Versuche es mit Muttertier. Mach das. Mika. Muttertier, mach es Platz. Dönerwelle. So, machen wir mal die Dönerwelle. Ach du. Ich hab ne Ziel auf dem Kopf. Bin ein Döner. Ein Döner macht schöner. Tut mir leid, Mutter Tia, aber gut. Oh. Mutter ist tot. So. Sandwirbel. Das ist einfach mal gemein. Oh, das trifft schon wieder. Den Stoß. Nicht gut. Oh, eine Attacke. Nerviges Stami. Gut, dass du paralysiert hast. Na los, mach's platt. Komm hier, Rino. Nidorino, alle erreicht Level 20. Misty ist erledigt. Ready? Benny? Ja, ich bin noch da. Vorlesen bitte. Moment. Misty, wow, du bist sehr gut. Alles klar. Ich überlasse dir den Quellorden als Zeichen deines Triumphes. Liebe gewinnt so viel. Der Quellorden lässt alle Pokémon bis Level 30 deinen Befehlen gehorchen. Sogar Außenseiter gehorchen dir. Deine Pokémon können den Zerschneider nun jederzeit einsetzen. Du kannst Pferde bestärken und so neue Wege freilegen. Zu guter Letzt schenke ich dir noch meine Lieblings-TM. Ach ja, das war auch noch Text von Misty. Naja, egal. Erhält TM11. Ja. Ich habe irgendwas mit 2000 Pokédollar erhalten. Wow. Oh, die hat aber Mutter die übelste erledigt. Sieht man gar nicht. Ganz schön hart. Vor allem gnadenlos. Mutter die hat ganz schön einstecken müssen. Aber das ordentlich. Ja. So, mal wieder heilen. Heilen ist gut. Ja, das ist wichtig. Auch mal heilen. Das ist sehr wichtig. Da sind nämlich dann nachher wieder alle Pokémons wieder da, die einmal getötet worden sind oder so. Ja, die besiegt worden sind. So, jetzt kann ich auch hier rein und gegen den Team Rocket-Typen da kämpfen. Probieren wir es mal mit Cosmozuna. Hey, bleib draußen, du hast nichts zu suchen. Was ich hier tue? Ich bin nur ein unschuldiger Passant. Was? Glaubst du mir etwa nicht? Und da geht's wieder zum Kampf. Rocket möchte kämpfen. Setz Buffalo ein. Ein Macholo! Cosmo, Cosmo! Und
Machollo, Kratzschlag, Treffer. Ja, leider. Cosmo benutzt Pfund. Gegner Machollo benutzt Kratzschlag, Treffer. Oh oh, das sieht nicht gut aus, Cosmo. Das sieht nicht gut aus. Okay, Butters, du bist dran. Butters. Machollo, mach. Wow, das ist wieder so viel ab. Klar, Bruder. Zeit, dass du mal eine Runde schläfst. Konfusion. Nochmal Konfusion. Amato. Ach, lass was auch mal Bats machen. Schlaf schön. Konfusion. Gute Nacht. Das kann ich hinziehen. Die kaufen mich. Hm. So. Nochmal Konfusion. Und schlaf, Bruder. Und es schläft wieder. Gute Nacht, Trauma. Und so hat es keine Chance. überhaupt nicht. Ach ja, zum Glück trifft es überhaupt. Bisher. Konfusion. Schlaf, Bruder. Ja, so. Jetzt könntest du dir vorstellen, was passieren würde, wenn du gegen mich kämpfst, ja? Gnadenloser Untergang. Ah, ich kenne die Pokémon-Typen und Stärken und Schwächen. W-Taktik, ne? Die habe ich auch schon da drauf. Ich gebe auch, ich verschwinde. Wie viel hält 510 Pokédollar? Okay, ich gebe die geschuldete TM zurück. Ihr macht es, was ihr halten. Ich gehe wohl besser. Tschüss. So, Level 19, 19, 19, 20, 20. Du kommst nur so damit Level 12. Okay, Pokémon sind der Game. Ich bin umweglaufen. Heilen, heilen, heilen. Ich mach's mit wo. So, und wieder gehen. Ich frage mich, ob ich noch hier die eine Trainerin kämpfen kann, ja. Spielgesichert. Oh, jetzt bist du leise. Verdammt, wie ich bin leise. Wie ich bin leise, ich bin auch leise angefangen bei dir. Ja, also bei mir hast du leise, nicht leise angehört. Okay. Keine Ahnung warum. Ich hoffe, dass es nicht in der Aufnahme der Fall ist. Das hoffe ich auch nicht. So, gehen wir jetzt Richtung Orania City. Genau. Ich schätze, dass ich zwischen 10 und 15 Minuten aufnehme schon.
aber ich bin nicht sicher. So, das war der Tunnelweg. Bin ich hier und hier hat mich auch einige der Pokémon. Ein wildes Mankey. Level 10. Sollte eigentlich losgehen. Ein Treffer. Und. Das Haus okay. Versenkt. Genau. Oh, Boss. Mach es fertig. Level 13. Wow, Glückwunsch, GG. Oh. Dich habe ich noch nie gesehen. Bist du ein guter Trainer? Gegen mich, dann weißt du's.